Dann können wir hier ja diesen Möhrending hinbauen. Sehr schön. Gut. Dann tun wir den da unten weg. Hier der. So. Ach, das wird super hier. Kann Wahrsager hin. Ich habe auch noch keinen auf diese Wand da einprügeln sehen. Schlangenkorb haben wir. Das haben wir, das haben wir, das haben wir. Nagelbrett haben wir auch. So, was nehmen wir denn noch hier unten? Ich finde die einfach viel zu groß, die Dinger hier. Siehst du, der nimmt so viel Platz weg. Oh, hast du genau. Machen wir hier noch die Dampfmaschine hin und... Hau den Lukas. Die sollen ja echt Spaß haben, ne? Das ist ja die Idee. Throdele. Kommt hier das hin. Und ein Mülleimer, eine Uhr. Haben wir noch Platz für den Traumfänger? Jedenfalls die... Ich wollte gerade sagen Spinne. Nein, so wenn die Schlange schlecht träumt. Uhr. Da haben wir die Uhr. Und die Frage ist, können wir hier nicht irgendwie eine Leseecke oder so hinmachen? Apfelsessel. Können uns ja auch mal was kaufen, ne? Könnten wir ja eigentlich auch mal machen. So ein Fußballding, Sitzsack. Ja, komm. Bin ich zwar an sich hässlich, aber... Wer hier lesen will, der kann dann, ne? So. Was haben wir denn noch hier unten? Was nehmen wir denn noch? Wir haben noch verschiedene Teppiche. Und er sieht auch noch hässlich aus. Das ist das Schlimme dabei. So, die Kuckucksuhr erhöht das Ausstattungslevel. Das können wir doch hier hinpacken, ne? Kuckuck. Alles klar. Ich wollte nur mal jemanden töten. Alles klar. Dann nehmen wir den Bank hier. So. Können wir noch ein Bild an der Wand pappen? Schade. Hätte klappen können. Aber von der Attraktivität her müsste das ja auch okay sein hier, ne? Ja. Und dann können wir weitermachen. Ja, jetzt haben wir richtig was zu tun hier. Ich frage mich aber auch, wo sind eigentlich meine Krankenschwestern? Unsere Show mit einer Folge von fröhliche Phrasen für freudige Freidenker. Der heutige Spruch kommt von Cornelius Kummerbund. Trauer ist nicht die Umkehrung von Glück. Die Umkehrung von Trauer ist Reuart. Das ist buchstäblich herrlich.
Auf der Frakturstation wird wohl keiner gebraucht. Können wir schon wieder ausbilden? Viel Spaß! Personalherausforderung, bilde 3 Mitarbeiter weiter. Ja, da bin ich ja gerade bei. Der eine galt, perfekt. Da ist einer, der ist gleich fertig. Machen wir aber jetzt Welle 20 heute, ne? Ich weiß nicht, ob ich das heute mit dem Planet Zoo hinkriege. Würde ich persönlich ja gerne heute Abend auch den Planet Zoo Stream machen, aber trotzdem ich relativ viel trinke, habe ich die ganze Zeit Halsschmerzen. Jetzt kommen so ein bisschen Kopfschmerzen dazu. Vielleicht wäre es auch sinnvoll, sich mal hinzulegen und nicht zu arbeiten. Na, mal gucken. Ihr habt alle aufgenommen? Dann mach du doch mal Pause. Das Krankenhaus arbeitet nicht kostendeckend. Alles klar. Also mit den Blumen sieht mittlerweile ganz gut aus, ne? Das dürften wir hier, genau. Also die Allgemeinmediziner haben noch ein bisschen Probleme. Das habe ich befürchtet, dass der Flüssigkeitsbeschleuniger jetzt ein wenig überfordert wird. Ich würde ja mal die anderen Räume noch interessieren hier. Dieser neue, diese Kryptologie. Die ist nur relativ klein. Sollen wir die schon mal einfach bauen? Ich weiß natürlich nicht, ob wir sie jemals brauchen werden. Irgendwas mit Sarkophag, ne? Sollten wir das so machen? Weil die konnten wir jetzt in diesem Level, konnten wir das Ding jetzt sozusagen erforschen. Deswegen wundert mich das, dass wir da noch nichts zu bekommen haben, weil wir hatten so viel Zeit, das zu erforschen. Okay, das passt nicht mehr. Ach, jetzt ist auch noch eher Januar, weißt du? Wir nähern uns der jährlichen Preisverleihung. Ganz wichtig, ganz wichtig. Ohne die könnten wir nicht leben. Den machen wir eben auf Pause, weil hier wieder, was willst du denn? Bilde 3 Mitarbeiter weiter, haben wir. Der Rest will nur befördert werden. Was ist denn jetzt hier mit meinem komischen Arzt? Ich hatte doch hier... Nee, du nicht, du, genau. You got no sense.
befördere dich jetzt. Wo bist du denn schon wieder? Ruh doch nicht immer ab. So, du kriegst deine Ausbildung zum Genetiker. So. Müsst ihr jetzt laufen. Da wollen wir uns mal um den Raum kümmern. Haben wir hier noch irgendwas, was wir reinbauen müssen? Ich war bei den, genau, hier bei den Getränken. Da wollte ich weitermachen. Der geht. Das ist Behandlung, das heißt, was ist das denn hier? Ach, das ist Blödsinn, alles klar. Guck mal, wir können hier ein paar Sachen freischalten. Bauen wir das natürlich auch gleich mal hin. Wo sind wir? Krankenhausstufe, alles klar. Dann müssen wir hier ein bisschen wieder mit unseren Goldstar-Dingern, wobei die Goldstar ist vom Tanzen. Oder was? Schöne Reihe hier hin. Können wir hier noch mit Bildern arbeiten. Natürlich die Enden nicht vergessen hier. Können wir so ein Ding nicht noch irgendwo reinsetzen? Alles klar. So, das Ding haben wir. Ich weiß nur noch nicht, was wir damit sollen. Ich schließe den mal. Sicher, ne? Wir könnten hier noch schön machen. Hier haben wir Weltraumbänke. Mülleimer füllen sich mit der Zeit. So. Machen wir hier noch einen Mülleimer hin. Und ein Blömchen. Oh. Dann können wir hier noch ein bisschen was an der Wand machen. Geht immer nicht, ne? Sowas. Aber jetzt müssten wir doch auch hier noch ein neues Schild freigeschaltet haben, oder nicht? Oder ist das erst nach dem Neustart? Ich vergesse das immer. Ich arbeite auch sehr wenig mit Kiosken und so weiter, ne? Aber auf der anderen Seite, wofür brauche ich es, ne? Ich kann hier die Automaten hinstellen. Einen Hausmeister würde ich aber glatt noch einstellen wollen. Was bist du denn? Grüner Daumen. Das ist sehr gut. Und du bist? Hungerlaunig. Na, dann nehme ich doch dich. Wobei du vielleicht auch gut bist. Nee, ich nehme dich. Denk dran, du kriegst natürlich Orange. So, genau. Du gießt gerne Blumen, dann mach das mal. Mein Genetiker, da ist er, genau. Und dann müsste das ja hier ganz gut abgehen. Ich habe vorhin noch drüber gesprochen, ne? Auflösungslabor.
So. Ich glaube, in dem Krankenhaus bauen wir wirklich alles. Dann machen wir das mal ein bisschen breiter hier. So, dann bauen wir doch einfach die Tür hier hin. So, die kommen rein und gehen wieder raus. Macht Sinn. Vielleicht nicht ganz so nah. Wir haben da hinten ja noch genug Platz. Aber dann machen wir hier unseren Mülleimer hin. Dann machen wir hier das Ding hin. Der kann natürlich schön weit nach hinten. Oh. Haben wir beim letzten Mal haben wir Kakao genommen? Ja, ne? Oder Kaffee? Ne, da haben wir Kakao genommen. Komm, dann nehmen wir jetzt wieder Kaffee. Dann bauen wir hier den Kaffeeröster hin. Dann nehmen wir hier den. Dann müssen wir gleich nur noch ein Stühlchen dahin bauen. Genau, Korbstühlchen. Perfekt, dann haben wir alles drin, was wir brauchten. Die Uhr. Oh, sind die groß. Das ist ja krass. Wenn ich hier dachte, meine Güte. Also so große Blümchen. Also wenn die den Laden nicht rockt, ne? Dann weiß ich aber auch nicht. So, wo sind wir denn? Bei 4 irgendwas. Hier können auch solche Blümchen hin. Wobei wir natürlich hier auch nochmal so eine dicke Palme hinbauen könnten. Alles klar. Okay, da war ein aufgelöstes Kind. Das hat sich bedankt. Irgendwas selbstgemaltem. Ein ungültiges Objekt verkaufen. Richtig, verkauft das Dingen. Google fühlte sich gerade angesprochen. Was ist los? Gucken wir mal eben. Attraktivität ist hier natürlich relativ begrenzt. Temperaturniveau ist aber okay. Weil dann können wir mal eben gucken. Wir können ja zum Beispiel dieses Klo hier mal kopieren und hier hinbauen. Na? Dann haben die gleich ein Klo hier. So. Jetzt müssen wir natürlich wieder gucken, Temperaturniveau. Alles klar. Hier ist noch ein bisschen wenig los. Gebe ich ja unumwunden zu. Und dann machen wir hier sowas hin. Als Übergangsphase, ne? Vielleicht bauen wir es ja noch ein bisschen aus. Also den hier zum Beispiel können wir ja noch einen vergrößern. Und dann bauen wir hier noch einen Wasserspender hin. Moment, wo ist er? Wasserspender, Wasserspender, da ist er. Und dann können wir.
Dann haben wir auch das Auflösungslabor, wer das auch immer brauchte. Was ist mit dir? Warum habe ich hier eine sterbende Kuh? Die Flüssigkeitsanalyse dauert so lange. Scheiße.